Dreck. Mal kurz locker lassen. Jawohl. Oh Gott, ich habe, oh mein Gott, so viele Knochen. Wer hätte gedacht, dass ich so viele Knochen habe? Alles gut? Ja, das ist einfach nur, man hört so alles. Man hört einfach alles. Oh, oh fuck, ah. Oh fuck, oh fuck. Ich bin auf einer Achterbahn. Hast du? Ja. Du siehst hier bei 3 und bei 4. Mhm. Alles gut. Ja? Mhm. Ja? Einfach locker bleiben. Die Hände an die Wange. Das war zu hören. Ja. Die Hände an die Wange. Ach, an die Wange, ja. Vorne die Brust schützen. Perfekt. Nochmal tief einatmen und ausatmen. Sehr gut. Und locker bleiben, genau. Ausatmen. Ausatmen, jawohl. Atmen. Atmen. Meine Wirbelsäule hat geknackt. Das hat die geknackt. Krass. Oh, krass. Jetzt hast du das erste Mal deine Wirbelsäule gespürt. Ja, nicht nur die Wirbelsäule, auch das Drumherum, meine Schulterblätter auch. Oh, heftig. Okay. Irgendwelche Schmerzen? Mm-mm. Keine Schmerzen, ne? Mm, mir geht's gut. Funktioniert alles? Wieso kreist du? Wieso? Guck mal deine Füße. Krass. Was? Funktioniert ja alles, jawohl. Hintern wackeln. Jawohl. Bauchübung. Alles funktioniert, alles perfekt. Guck mal nochmal nach links. Funktioniert ja auch. Krass. Hier rüber, ey, das ist ja hammerhart. Krass. Funktioniert alles. Okay. Okay, Leute, schaut mal hier. Seht ihr diesen Punkt hier genau in die Mitte? Einfach mal hier kurz reindrücken. Und wenn die Person genauso, okay, tut das weh oder ist das nur lustig? Es tut weh. Es drückt ein bisschen. Es drückt ein bisschen. Genau hier reindrücken, okay? Falls das nämlich so sein sollte, empfehle ich euch Folgendes. Ihr nehmt einfach hier so einen Noppenball. Das tut ihr auf den Boden. Und dann massiert ihr einfach hier. Ihr müsst verstehen nämlich, dass die Sohle des Fußes sehr viele Punkte hat, ja? Triggerpunkte. Und dieser Punkt hier... Dieser Punkt hier ist meistens schmerzhaft, ja? Ja. Und das macht das Unterbewusstsein. Also genau hier so rausdrücken, ja? Und das müssen wir ab und zu mal so massieren.